Ja, ich würde sagen, wir packen den jetzt mal aus. Also Energieeffizienzklasse. Und hier ist das gute Stück. Sieht schon geil aus. Servus meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe wie immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar, wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich mir wieder was Neues bestellt, beziehungsweise ist es gerade angekommen. Und ich wollte jetzt noch kurz auf euch warten, beziehungsweise ein Video drüber machen. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich im Video schon erkennen könnt hier, handelt es sich um einen Monitor, also PC-Monitor. Und ja, ich will euch mal kurz erklären, warum ich mir den geholt habe, welchen Grund es hat und für was der genutzt wird. Und zwar nochmal kurz, also 32 Zoll Monitor von Samsung. Ich habe mir den auf Amazon gekauft vor 2 Tagen, genau. Hat, wie ich hier sehen kann, nicht 32, sondern 31,5 Zoll. Aber es interessiert mich jetzt auch nicht weiter, sondern ich habe mir den geholt, weil ich erstens wollte ich schon immer mal einen Curved haben. Habe ich noch nie damit gearbeitet. Und von Preis-Leistung hat der eigentlich super gepasst. Der war noch im Angebot. Ich verlinke euch den gerne mal unten in der Videobeschreibung, wenn ihr wollt. Vielleicht ist er noch im Angebot, müsst ihr nachschauen. Auf jeden Fall, bei mir war er im Angebot, hat mich total angesprochen. Also ich fand den richtig cool, so vom Optischen auch. Der einzige Nachteil ist, was ich so in den Kommentaren gelesen habe. Ja, es kann sein, dass Pixelfehler drin sind. Gut, wenn das der Fall ist, also wenn ich den auspacke und später anschließe, wenn es der Fall sein sollte, werde ich natürlich zurückschicken, weil ich werde nicht mit einem kaputten Bildschirm arbeiten. Anderer Nachteil von dem Standfuß, also wo der Bildschirm drauf steht, finde ich jetzt persönlich so optisch nicht so schön, aber ja, ist eigentlich nicht ein Grund, warum ich den nicht kaufen sollte, sondern es sind halt so kleine Nachteile, die mir so ein bisschen auffallen. Der andere Nachteil ist noch, dass der Bildschirm ziemlich dick ist, also so wie ich das gesehen habe, hat der ungefähr so eine Breite, aber das zeige ich euch auch noch, wenn ich den dann aufbaue oder beziehungsweise jetzt gleich auspacke. Ja, auf jeden Fall habe ich die Rezension gelesen. Viele schreiben so, ja, er ist super, also auch fürs Zocken gut. Was ich aber anmerken will, ich werde mit dem Bildschirm nicht zocken, sondern der ist rein für die Musik, also zur Produktion. Ich weiß, ich habe noch kein Video gemacht oder hochgeladen, wie ich Musik produziere. Das wird aber noch kommen und da soll der Monitor mir helfen, beziehungsweise was heißt helfen, sondern der ist eigentlich dafür da, weil ich arbeite mit Fruity Loops, also vielen Produzenten oder die hobbymäßig Musik produzieren, müsste Fruity Loops kennen, sage ich mal, oder was sagen. Das Problem ist immer, wenn ich den Mixer öffne, zum Beispiel beim Produzieren und ich irgendwie ein bisschen was bearbeiten will, dann muss ich immer hin und her switchen und das war halt einfach der Grund, dass ich einfach parallel mit 2 Bildschirmen arbeiten kann, hier die Töne einspielen kann sozusagen. Auf dem Bildschirm und auf dem 2. Bildschirm, den ich schon unten jetzt habe, werde ich dann den Mixer öffnen und nebenbei bearbeiten können. Und dann dachte ich mir, bevor ich mir jetzt wieder so einen kleinen Bildschirm hole, also unten habe ich ja schon einen, ich glaube 27 Zoll war das, genau. Bevor ich jetzt wieder einen 27 Zoll hole, gönne ich mir mal einen richtig großen Bildschirm. Und wie gesagt, ich habe noch andere gesehen, die waren nicht curved, die waren auch ein bisschen besser bewertet. Auch ab und zu mal günstiger als der jetzt hier, aber ich muss sagen, von Samsung, die haben mich eigentlich noch nie im Stich gelassen, sage ich mal, von der Qualität her. Gut, der wird jetzt nicht 4K, hat der glaube ich nicht, soweit ich weiß. Ne, hat der nicht. Stört mich auch nicht weiter, weil ich will ja nur Musik produzieren und da brauche ich kein 4K. Der soll mir einfach unterstützen bei der Musikproduktion und ich würde sagen, wir packen den jetzt mal aus, weil ich bin selber gespannt, wie der wirklich in echt aussieht, wie groß der ist, weil ich habe den jetzt nur auf Tutorials gesehen, auf YouTube. Ja, ich würde sagen, wir packen den jetzt mal aus und ich hoffe mal, dass der, wie viele geschrieben haben, keinen Pixelfehler hat. So, hier das erste, was mir ins Gesicht springt, ist der Bildschirmfuß. Okay, der fühlt sich ziemlich robust an. Den tue ich aber jetzt mal auf die Seite. Dann Effizienzklasse A+, also Energieeffizienzklasse, wenn ihr sehen wollt. Das zeige ich euch aber alles oder beziehungsweise verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung und könnt ihr das in Ruhe anschauen, weil ich das jetzt hier nicht alles so genau eingehen will, sondern ich will den einfach nur mal testen. Boah, das ist so nervig mit diesen Styropor-Dingern da. Auf jeden Fall haben wir hier das Netzteil vom Bildschirm. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne selber durchlesen.
bin hier kein Profi am Boxer, sondern ich will es euch nur so zeigen. Cool, das ist geil. Sogar ein HDMI-Kabel haben sie beigelegt. Gut, die sind ja eigentlich gar nicht mehr teuer, also die kosten ja nur noch ein paar Euro. Aber finde ich cool, weil viele lassen es immer weg. Das heißt, man muss sich wieder zusätzlich irgendwie ein HDMI-Kabel besorgen. Aber da ist eins dabei. Eine Anleitung ist auch dabei. Ich habe das jetzt alles hier in meinen Händen. Das ist so ätzend. So, auf jeden Fall tun wir das jetzt mal auf die Seite. Und was haben wir hier noch? Achso, das ist nochmal vom Bildschirm. Den steckt man dann, also vom Bildschirmfuß, den steckt man dann sozusagen hier rein und dann ist der stabil. Jetzt machen wir das da mal weg. So, Karton ist leer, hier ist nichts mehr drin. Gut, ich würde sagen, bevor ich den jetzt ganz auspacke, werde ich erstmal den Standfuß hier aufbauen. Dann hat man hier unten einfach nur so eine Schraube, wo man mit der Hand festmachen kann. Und fertig. So sieht der Ganze dann aus. Ich zeige euch das aber auch nochmal, wenn er in der Bildschirm drauf ist. Und deswegen würde ich den Bildschirm... Ich muss mal schauen, wie man den hier befestigt. Ah, mit einem Mechanismus ist das. So, und hier ist das gute Stück. Also ich muss sagen, sieht schon geil aus. Ja Leute, also ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, wie groß der ist. Und ich muss mal den aus dem Licht tun. Ja, ich würde sagen, ich schließe den jetzt mal unten in meinem Studio an. Das heißt, ich muss den alten erstmal abbauen und den neuen dran schließen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wie gesagt, der einzige Nachteil ist, man hat immer diese Styropor, wenn ihr das seht, diese Styroporkugeln. Und die fliegen jetzt hier ungefähr in der ganzen Wohnung rum. Aber ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich im Studio wieder. So Leute, back im Studio. Das werdet ihr wahrscheinlich alles schon kennen, so von den letzten Videos. Das ist ja mein Studiobereich, Boxen, Bildschirm und so. Und das ist ja mein alter Bildschirm, das heißt, ich mache es jetzt mal wie viele andere YouTuber. Ich schnipp's jetzt einfach mal und dann steht auf einmal der 32 Zoll Bildschirm da und ich würde sagen, let's go. So Leute, hier ist das gute Stück. Boah, das macht schon etliches aus, also allein von der Fläche her, was ich hier habe zum Arbeiten. Jetzt werde ich noch schauen, dass ich den Bildschirm noch weiter nach links setze, dass ich meinen zweiten Bildschirm, wie gesagt, nach rechts tue, damit ich da das Mastering machen kann. Und ja, auf jeden Fall richtig schön. Ich finde es auch mit der Farbe richtig geil, also zum Hintergrund hier oben seht ihr die Schaumstoffe, wo ich da hingeklebt habe, also diese Absorber da. Wenn man Musik macht, braucht man die eigentlich ja, wenn man so einen halligen Raum hat, wie ich hier im Keller. Und ich schwitze, das ist abnormal. Schreibt es mir mal, ob es bei euch auch so heiß ist. Also bei uns ist schon... Ich glaube, es ist gerade mal 11:45 und es hat schon knapp an die 30 Grad, also ist echt brutal. Deswegen bin ich froh, dass ich im Keller bin, dass ich da produzieren kann. Und nee, aber wie gesagt, ich finde es optisch richtig schön. Endlich mal viel, viel mehr Platz zum Arbeiten. Das heißt, von den Lines her, von den einzelnen Effekten und alles viel übersichtlicher als davor. Und ich würde mal sagen, so wie ich das noch sehe, werde ich jetzt hier noch die Folie abmachen. Jetzt sieht es natürlich noch besser aus. Ich habe jetzt gesehen, dass hinten rechts der Power-Button ist. Deswegen würde ich sagen, ich schmeiße jetzt mal den PC an, damit ihr mal sehen könnt, beziehungsweise dass ich mal sehen kann, wie der überhaupt aussieht, wenn er im Modus ist. Bitte nicht hier unten hinschauen, weil da herrscht das reinste Chaos. Da muss ich auch noch schauen, da gibt es glaube ich irgendwelche so Kabelmanagement-Adapter oder sowas. Oder ich klebe das unten am Tisch. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, ob ich den Tisch behalten werde, weil ihr seht schon, es ist schon ziemlich eng vom Keyboard und so. Und ich hätte gerne... ein Schreibtisch, wo ich unten das Keyboard habe und oben meine Tastatur oder andersrum, weiß ich noch nicht, aber bis jetzt bin ich zufrieden. Wie gesagt, ich schmeiß den jetzt mal an. Das nenne ich Arbeitsfläche. Ihr seht schon, mein ganzer Bildschirm ist vermüllt, das werde ich jetzt auch noch machen. Da sind etliche Projekte drauf, die ich angefangen habe und nie beendet habe. Das wird sich jetzt hoffentlich dadurch jetzt auch ändern. Ich würde aber mal sagen, ich öffne mal ein Projekt, wie das denn aussieht. Also wie das aussieht, wenn ich FL Studio öffne. Auf jeden Fall 1000 mal geiler, Leute. Ich kann es euch sagen. Ich
kann es jedem empfehlen, der ein bisschen mehr Fläche hat. Gut, das kostet zwar ein bisschen was, aber wie ich hier sehen kann, ich habe jetzt hier, wenn mir allein schon im Vollbildmodus, wenn mir 16 Lines angezeigt, davor war ich glaube ich bei 10, also ich habe jetzt 6 zusätzliche, das heißt, das ist nicht alles zusammengepresst, sondern schön breit. Wie gesagt, auf der rechten Seite werde ich dann meinen zweiten Bildschirm hinstellen, um das Mastering bzw. das Mixing zu machen. Das heißt, ich kann dann hin und her switchen, A, rechts mixen, Mastering und links einfach nur ganz normal produzieren. Ja, in diesem Sinne gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Genau, Full HD ist es beschränkt, der Bildschirm, also der hat nur Full HD Auflösung. Die weiteren Details könnt ihr euch gerne von Amazon oder aus Google, also aus dem Internet raussuchen. Also das heißt, es werden noch etliche Tutorials hier kommen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann gibt es dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und abonniert meinen Kanal, könnt ihr gerne auch teilen, mit Freunden teilen, die auch gerade anfangen Musik zu produzieren und nicht wissen, wie es funktioniert. Wie gesagt, es gibt zwar viele englischen Content, aber ich will das einfach jetzt hier auch auf Deutsch bringen, dass die Leute, die wo keinen englischen Content hören wollen oder das nicht so gut verstehen, hier einfach die Möglichkeit haben, das auf Deutsch zu erfahren, wie das funktioniert. Ich bin noch kein Profi, was heißt noch, ich bin überhaupt kein Profi. Ich mache das, habe mir das alles selber beigebracht, das heißt, ich habe viele Tutorials angeschaut, auf YouTube, auf Google durchgelesen, also auf irgendwelchen Foren habe ich mir Sachen durchgelesen, wie welches funktioniert. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, ich hoffe, euch hat das kleine Video so ein bisschen gefallen mit meinem neuen 32 Zoll Bildschirm. Sonst am Wochenende wird ein Motorvlog kommen. In diesem Sinne, Leute, schöne Woche euch noch, bis dann.